Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist der Start, genauso wie ein kleines Röntchen. Let's play together. Nein, Spaß beiseite. Diesmal ist ein Let's Play normales von Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Endlich mal wieder. Und man merkt, meine Stimme wird sich wesentlich besser anhören, aus dem einfachen Grund. Weil ich endlich mein Wohnzimmer wieder hingestellt habe. Sprich, mein Schreibtisch ist auch wieder dabei. Und jetzt kann ich wieder das Mikrofon vernünftig vor meiner Fresse hinstellen. Und es ist alles wunderprima und wir drücken sofort Start. Spiel an. Check. Das mit Chio aus Sunagakure verstärkte Team 7 begibt sich ins Fürstreich, um Gaara zurückzuholen. Ja, machen wir mal, ne? Würde ich sagen. Sicher kein großes Ding drin. Das Problem in letzter Zeit, als ich diese Let's Play Together gemacht habe, entweder kann man die Stimme meines Kollegen nicht hören oder man konnte meine Stimme nicht hören. Es ist stresshaft, das tut mir wirklich sorry. Wir haben hier eine große Fangemeinschaft. Die schreien alle unseren Namen. Da ist Hundi! Herr Vogel! Mein letztes Ziel ist das Flussreich. Schnell! Dann regeln wir das ein für alle Mal, Sasori. Sasori. Entschuldigung, Sasori heißt das ja. Muss ich auch richtig aussprechen. Er ist schon geil gezeichnet. Muss ich auf jeden Fall lassen, ey. Gaara, wir kommen! Naruto, nimmst du die Sache nicht allmählich ein bisschen zu persönlich? Ich habe dir letztens schon erklärt, was ich davon gehalten habe, was ich davon halte. Wir müssen hier lang, ne? Ich vermute mal, ja. Oh, ist schon wieder so scheiße spät. Oh, den ganzen Tag hier rumgedüdelt. Ich muss jetzt noch meine Wohnwand aufstellen. Also im weitesten Sinne ist eigentlich alles schon geregelt. Es muss eigentlich nur noch die Wohnwand, so zwei Schränke aufgehangen werden. Dann ist das eigentlich hier schon wieder erledigt. Und meine Katze freut sich auch im Hintergrund. Unser Ziel ist das Flussreich, oder? Nein, Sakura! Wir gehen jetzt zu deiner Mutti! Oh, Zwischensequenz.気をつけろみんな。いきなりですか。こいつはうちはイタチ。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。この野郎、俺だけじゃなくガーラまで。お前らは俺がぶっ潰してやる。 そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。なめんじゃねえ。落ち着け、ナルト。こいつは俺がやる。と言っても別に黙って見てろってわけじゃない。お前は俺の援護を頼む。本当は格好つけて先に急げと言いたいところなんだけどね。俺もこいつ相手じゃ一人で抑えきれない。了解。 Okay, jetzt spielen wir als Kakashi, oder was? Jawohl, bist du bereit? Natürlich, wir werden Itachi jetzt sowas von in die Fresse hauen. Gee, motherfucker! Oh, heute ist eine neue Folge von Naruto Shippuden rausgekommen. Sehr interessante Angelegenheit zurzeit, da Folge 333, glaube ich, ist das jetzt. Nochmal das Ganze und wir haben die 666. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Letzter Schlag innerhalb von 80 Zählern. Verbesserte Ninjutsus nicht einsetzbar. Ultimatives Jutsu nicht einsetzbar. Ich kann es ja nie einsetzen, ey. Erstmal ein paar Dinger vorauswerfen, ist klar. Je und je. Bam, 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 bam. Boah, mit Kakashi zu spielen ist so geil. Ausweichen. Scheiße, ich habe vergessen, wie man nochmal ausweichen tut. Aufladen. Raigeki, ich habe gerade Raigeki gesagt. Bam, da bin ich schon ausgewichen. Okay, Naruto. Scheiße, knapp daneben ist auch vorbei. Alter, wie schwul sah das denn jetzt aus? Bam, 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 bam. Jetzt geht's wieder normal auf die Fresse. Zack. Und nur, dass er lange warten muss.
Oh, schöne Treffer. So muss sein. Und direkt meine Phrasen-Attacke hinterher. Boom! Lass mal nicht lange fackeln. Bam, 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 bam. Raigeki. Naruto. Tap, tap. Muss ich das nicht... Ich muss wahrscheinlich mich erst voll aufladen, damit ich den Teamangriff machen kann. Ne, irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, wie man einen Teamangriff macht. Da muss ich mich nochmal informieren. Ja, auf damit. Okay, wo kommt jetzt Naruto her? Ja, da muss man aufpassen bei Itachi, das weiß man nie so genau. Erreicht! Formspenderkraut. Schöne Sache. Entschuldigung. So, 62, 26, 18, 55, 22, 26, B. Yo! Ein Kater findet den Zaunstuhl total teuer, habe ich ja irgendwie das Gefühl. Ne? Ey, das Wohnzimmer sah eigentlich riesig aus, ey. Ohne Witz, das sah so groß aus und hast nicht gesehen. Ich dachte, ich könnte jetzt schön mein Sofa, dann den Tisch in Ruhe dahinstellen, den TV-Tisch und dabei einen Soundstuhl und Sitzsack schön weit nach vorne stellen irgendwie. Aber wenn ich den Sofa hingestellt habe, war voll. Entschuldigung. Mein Mikrofon will ich halten. Rinchuriki? Sollte. Nein, nein, das kann. Bijou Toa. Shikakuya Kyubi Toita. Oh, Mots Majou no Kotosas. Kyubi? Bijou wa. Bakudai na Chakra no Katamari de na. So. Oh, schau, ich dachte, das war schon fertig. そんなチャクラの塊を制御することができるんですか？結果的には制御することは誰にもできなかった。じゃが、ビジュを人に封印することってな。 そして、美獣を封印された者、人中力と呼んだのじゃ。ナルト、どうやればその美獣を取り出せるんですか？ソクロちゃん。瞬間的にでも美獣の力に釣り合うだけの封印術と。 かなりの時間を要する。だが、それをしてしまえば人中力は、まさか。そうじゃ、美獣を抜かれた人中力は死ぬ。そんな。 それじゃ。相変わらず心配性だな、さくらちゃん。大丈夫だって。ガーラ、俺が助けっから。私は
Naruto, anta no. Kakashi-sensei, soro soro ikutte ba yo. Naruto. So, zwei Sachen vorneweg. Im Endeffekt wurde Naruto sozusagen noch von Kakashi mit etwas eingepflanzt, und zwar mit einem Raben. Also es hat sich ein Rabe in ihm eingesetzt. Der Sasuke eigentlich helfen sollte, wenn er gegen ihn gekämpft hätte. Nur mal so als Nebeninformation. Kakashi-sensei, Mokuteki-chi made ato dore kurai nan da? Koko kara da. So, also wie gesagt, er hat dann halt einen Raben in sich reinbekommen von Itachi, um halt Sasuke wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und zwar dieses Auge bewirkt, dass er, dass der, die Person, die das Auge gesehen hat, von dem Raben, nichts anderes kann als, Konohagakure retten. Und das hat Itachi eigentlich vorgesehen, weil er weiß, dass er Sasuke nicht retten konnte, hat es halt Naruto gegeben. Aber da ist einiges schiefgelaufen, und zwar wurde Itachi ja von dem Reanimationsjutsu wieder zurückgeholt, zu den Lebenden, und hat dann aus Naruto den Raben rausgeholt und hat sich das Auge selbst verpasst. Und jetzt ist er halt unter den Lebenden als Untoter und ist wieder dabei, Konoha zu beschützen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und diese Dame hier hat eigentlich was gegen, im Endeffekt gegen Kakashi, sondern gegen seinen Vater, den weißen Reißzahn. Und ist eigentlich voll dagegen, dass sie jetzt mit uns mitlaufen muss, weil wir aus Konoha sind und sie hasst Konoha. Also sie ist immer noch so aus der alten Schule. Und ja, so als Nebeninformation mal, würde ich jetzt sagen. Weiter geht's. Die Sakazuki-Schufte, die werden meine gespreizten Beine kennenlernen. Naruto auch. Oh, was haben wir hier? So. Kaufen. Wundsalbe, bla, bla, bla. Also, wir haben nichts da. Piss dich. Naja, halt die Fresse. Das war ich. Das können Frosch schweigen lassen. Froscheier. Krötenöl. Na, lecker. Kommt direkt auf meinen Salat drauf.
Mit Froschschenkel.